Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, über das Thema Privatsphäre in Freundschaften. Würdest du mir dein Handy entlockt geben, sodass ich alles mir angucken kann? Ich mache gerne einmal in der Woche Fotos von meinem Pimmel vom Spiegel. Meine Leidenschaft ist ja, einmal wöchentlich ins Fingerclub zu gehen. War echt krass. Stell dir mal vor, guckst du die Reportage und dann siehst du deine Eltern, Alter, mit dem Nachbarpaar. Ey, für die Allgemeinheit gesprochen, passt mal auf, wenn ihr die Sonne in eurem Herzen haben wollt, was das Thema angeht, dann sag ich als Pete, sage ich zwei Sachen, könnt vielleicht schon drei werden. Du hast hier ein Thema angekündigt? Und zwar, ich möchte heute mit dir darüber sprechen, über das Thema Privatsphäre in Freundschaften. Und habe die folgende Frage an dich. Würdest du mir dein Handy entlockt geben, sodass ich alles mir angucken kann? Nachrichten, SMS, E-Mails, Fotos? Würdest du das machen? Bei mir als dein bester Freund? Das ist ja mal eine Frage. Antworte doch ehrlich einfach. Wenn du sagst, nee, dann ist es in Ordnung. Nee, würde ich nicht machen. Aber prinzipiell, von meiner Seite, du wärst der letzte Mensch auf der Welt, dem ich es nicht geben würde. Also wenn mein Leben davon abhängen würde. Wenn jetzt irgendwas ist, dann würde ich es dir noch am liebsten in die Hand geben. Genau, richtig. So meine ich das. Genau. Also Thema Privatsphäre und Freundschaften. Ich meine, wie weit geht Privatsphäre in einer Freundschaft? Wie weit darf man das treiben? Ich hätte zum Beispiel kein Problem damit, wenn ich jetzt leidenschaftlich gerne einmal in der Woche meinem Piepmatz vom Spiegel fotografieren würde mit dem Handy. Tut mir mal kurz so. Also meine Leidenschaft ist es. Ich stelle gerade vor, wie du dich meine Donnerstag. Was machst du denn, Alter? Hör doch mal auf, hier rumzunerven mit deiner Lampe. Was macht der denn seinen Scheinwerfer? Wie heißt denn das hier? Fernlichtscheiße da an mit seinem Hobel, Alter. Ich sehe nichts, Mann. Gut, also, ich mache gerne einmal in der Woche Fotos von meinem Pimmel vom Spiegel. So, ja? Ja. So, prinzipiell ist das jetzt so, wenn mein Leben davon abhängen würde, dass ich jemandem mein Handy geben muss. Ey, mir fällt jetzt gerade kein Szenario ein, aber tun wir mal so. Dann hätte ich persönlich bei dir am wenigsten ein Problem damit, wenn du meine wöchentliche Penisübersicht sehen würdest. Aber geil wäre, wenn du das wirklich schon so ein paar Jahre durchziehen würdest. Dann machst du so ein Gift draus, so eine Slideshow, Alter. Und dann immer wie er sich so verändert hat über ja. Die Jahre. Ja, immer kleiner wird. Wie immer trauriger herblickt. Okay. Genauso ist das auch so, wenn jetzt mein Leben davon abhängen würde und da wären jetzt irgendwie von einer Freundin irgendwie oben ohne Fotos drauf oder was man was so Jungs auf dem Handy haben. Aber da spielst du ja dann auch mit den Leben anderer. Ja, ich weiß. Das ist ja um Gottes Willen würde ich jetzt hin. Ich hab dir ja noch nie irgendwie gezeigt, hier gib mal schöne Ocken. Aber so nebenbei, so total cool, so. So was macht man ja nicht. Aber ich meine, wie weit geht Privatsphäre in einer Freundschaft? Findest du, dass mir die Information gegönnt ist, wenn ich dich frage, was du so am Wochenende schön gemacht hast? Ja, weil daraus besteht ja eine Freundschaft. Wenn ich dir das nicht erzählen würde, dann würden wir ja irgendwann an den Punkt kommen, wo wir nichts mehr übereinander wissen. Und wie weit geht diese Privatsphäre für dich? Was würdest du so sagen? Im Grunde genommen kann man ja eigentlich alles erzählen. Erzähl denn jetzt Sachen, die mir einfach, entweder sind sie einfach mir unangenehm vor dir oder einfach Sachen, die mir jetzt per se nicht unangenehm sind, aber die hat einfach niemand was. Das mal angenommen, meine Leidenschaft ist ja, einmal wöchentlich ins Fingerclub zu gehen. Gut, also tun wir kurz so als. Gut, ja, okay. Ja, ja. Entschuldigung, aber die Leute, die uns jetzt schon eine Weile zuschauen, die wissen vielleicht, dass du diesen Witz ja schon des Öfteren mal untergeschoben hast. Und wir wissen ja alle, an jedem Witz ist ja irgendwo auch was Wahres dran. Ich finde, dass du diesen Witz ja schon oft passt. Ich sag dir nämlich, was die Wahrheit an der Sache ist, dass ich noch niemals im Swingerclub war. Ja, ich scheint ein Bezug zu sein zum Thema Swingerclub. Ja, weil ich nämlich neulich mal so eine Reportage über den Swingerclub gesehen habe. Achso, also klar. Das war echt krass. Stell dir mal vor, guckst die Reportage und dann siehst du so deine Eltern, Alter, mit dem Nachbarpaar. Und da sitzt mit so einem Lederschlüpper, Alter. Ja. Ich glaube, ich würde es dir erstmal nicht sagen, weil einfach ich nicht abschätzen kann, weil man ja auch über so ein Thema nicht so richtig spricht. Ich kann ja nicht abschätzen, wie du darauf reagierst. Kann ja sein, dass du sagst, ach du auch. Oder du sagst, hier, Alter, du Perverser. Ja, oder du fransiger Wulst. Oder ich will. Also man sollte seinem Freund gegenüber insofern schon offen und ehrlich sein, aber nur weil man beste Freunde ist, bedeutet es doch lange nicht, dass man auch wirklich alles miteinander teilen muss, weil manche Sachen, vielleicht will ich auch deine Meinung dazu einfach ja nicht hören. Ich verstehe einfach so meine schöne kleine Swingerwelt, in der ich mich dann mal so zwei Stunden lang wohlfühle. Und aber prinzipiell, du würdest schon sagen, ich meine, es geht jetzt ein bisschen vom Thema Privatsphäre weg, aber du würdest schon sagen, prinzipiell
sollte man bereit sein, seinem besten Freund wirklich alle zu erzählen. Aber man kann natürlich gewisse Themen vermeiden, das mache ich ja auch. Ich sehe es andersrum. Man sollte es schaffen, seinem besten Freund das Gefühl zu geben, dass er mit dir über alles sprechen kann. Das finde ich noch viel wichtiger. Ja, okay. Oder? Das war doch jetzt mal was klar. An dieser Stelle so unterstreichen. Können wir bitte sagen, irgendwie so ein, dass das von mir jetzt so in der hübschen Söhnezeit der schlauste Spruch war? Ja. Ach so. Gut. Aber prinzipiell halten wir fest, dass Privatsphäre in einer guten Freundschaft gar nicht so eine große Rolle spielt, weil man eigentlich eh bereit ist, sich alle zu erzählen und auch viel miteinander zu teilen und so weiter und so fort. Mhm. Aber man würde jetzt wahrscheinlich auch nicht jeden Furz erzählen. Manche Sachen sind wahrscheinlich auch nicht wichtig. Richtig. Mhm. Ab wann hat man denn als bester Freund das Recht, sauer zu sein, weil einem der andere Freund irgendwas nicht erzählt hat? Ich meine, darf ich mal ein lustiges Beispiel mit uns erzählen? Piet hat sich einfach eine PlayStation 4 gekauft, wir hatten das wirklich schon mal angesprochen, und hat halt ein halbes Jahr lang nicht erzählt, dass er so eine PlayStation 4 zu Hause hat. Ja. Und dann habe ich ihn irgendwann zu Hause besucht, mal wieder nach langem, und habe dann diese PS4 da stehen sehen und sage doch zu ihm, ich erinnere mich noch, Alter, das ist doch, was man seinem besten Kumpel erzählt. Da sagt man noch, Alter, ey, ich habe eine PS4, komm mal vorbei, hast du nicht gesehen. Wie sehr darf man sich als bester Freund wünschen, sowas zu wissen? Also ich sag mal so, bei einer PlayStation, ja, und wenn die Begründung auch noch passt, also in dem Moment, wo du mich fragst, warum hast du mir das denn nicht erzählt, ne? Und ich zu dir sage, oh ja, Mann, irgendwie, am Anfang war ich mir unsicher, weil ich wollte nicht deine Meinung dazu hören, weil hätte ja sein können, dass du eine doofe Freundin bist. Weil du natürlich als bester Freund mir auch nahe stehst und mir deine Meinung wichtig ist. Könnte also sein, dass ich sage, oh Mann, hier bist du bescheuert, wie die 150 Euro, die hättest du auch nach Afrika spenden können. Richtig, genau. Ja, das ist aber was ich in dem Moment nicht hören will. Und gerade weil du mein bester Freund bist, sieht mir das natürlich sehr nah, wenn du was sagst. Da würde ich jetzt mal sagen, ja, da kannst du kurz mal so andocken und sagen so, ey, Alter, sag mal, kannst du mir erzählen, was soll denn der Blödsinn? Wenn du jetzt aber ein Kind kriegst und ich dich besuche und das Kind ist schon ja alt. Und hat vermutlich meinen Namen. Und du mir das nicht erzählen würdest, ne? Ja. Da würde ich schon sagen so, hä? Ey, für die Allgemeinheit gesprochen, passt mal auf, wenn ihr die Sonne in eurem Herzen haben wollt, was das Thema angeht, dann sag ich als Piet, sage ich zwei Sachen, können vielleicht auch drei werden. Erstens, seid immer offen und tolerant, im Sinne von, wenn jemand sich euch anvertraut und euch etwas erzählt, hört es euch einfach erstmal an. Nicht verurteilend sein. Ja. Zweitens, Ehrlichkeit ist ganz, ganz wichtig, aber ich brauche nicht 100% Ehrlichkeit. Ja. 90% reichen mir komplett aus, okay. Habe ich bei Interstellar gelernt. Ich muss auch, das stimmt, man muss nicht sagen, ey, Alter, was ist denn für ein beschissener Haarschnitt, den ihr heute aus? Ja, das ist einfach nicht wichtig. Was soll denn das? Und das sind zwei wichtige Punkte. Seid offen, tolerant und hört euch die Probleme anderer an und geht damit sorgfältig um. Zweitens, seid immer ehrlich zu dem anderen gegenüber. Fair ehrlich. Also fair. Ich möchte bitte heute nochmal, weil du hattest ja schon den schlauen Satz des Tages, was hast du gerade gesagt? Seid immer ehrlich zu einem gegenüber. Ich will nochmal kurz zurückspulen. Zweitens, seid immer ehrlich zu dem anderen gegenüber. Alter, okay. Und nehmt den anderen immer ernst. Ich glaube, also meine drei Tipps. Also ich würde auf jeden Fall auch sagen, Toleranz ist eine ganz wichtige Rolle. Toleranz bedeutet auch wirklich zu sagen, mir mein bester Freund erzählt, muss nicht meine Einstellung zum Leben sein und auch nicht meine Meinung über alle, sondern das ist seine Sicht der Dinge. Und die solltest du als Freund ernst nehmen. Richtig, so, genau. Da kommen wir zum Punkt 2. Ernst nehmen. Ernst nehmen bedeutet, wenn du weißt, dass dein bester Kumpel dir irgendwas erzählt oder deine beste Freundin dir irgendwas erzählt, was ernst ist, dann meint er das ernst, dann will er in dem Moment auch ernst genommen werden und dann will er, dass du, und das habe ich in unserer Freundschaft wirklich gelernt, von dir ernst genommen werden, dass die Person darüber nachdenkt, was du gerade erzählt hast und das versucht aus deinem Blickwinkel zu betrachten. Richtig. Du musst ihn nicht immer sofort verstehen, aber du musst ihm sagen, ey, okay, erzähl's mir. Genau. Und zum Thema Ehrlichkeit kann ich auch nur zustimmen und sagen, 90% Ehrlichkeit reicht, weil man nicht immer ehrlich sein muss, man braucht auch mal ein bisschen Zündstoff und man muss auch mal Dinge für sich selber tun, weil man ist immer auch noch ein eigener Mensch, ein Individuum. Das kann natürlich auch ein bisschen weitergehen. Ich wechsle vielleicht den Beruf oder den Job oder irgendwas und will erstmal das mit mir selber ausmachen und möchte nicht gleich sagen, du, ich habe Bewerbung verschickt, sondern erstmal ein paar Antworten abwarten, bis ich dir das dann erzähle. Das ist auch so ein 90% Ehrlichkeit-Ding. Ist das so? Nee. Freunde, damit verabschieden wir uns aus dieser wunderbaren Gegend hier in unserem Auto. Ja. Und aus dieser wunderbaren Folge. Schreibt uns, wenn ihr Bock habt, in die Kommentare, dass ihr uns lieb habt und was eurer Meinung nach auch wichtig ist beim Thema Privatsphäre in Freundschaften. Tschüss. Mal ganz ehrlich jetzt, ne? Findest du meine Schuhe? Ey, Alter, du hast schon immer einen Schuhgeschmack gehabt.
Die sind cool. Das sind so dein Style. Der Mann mit dem komischen Pullover. Naja. Du, aber zeig dir was an, den Pullover. Weißt du, warum hat dir deine Mutter gekauft? Nee, weißt du, warum ich den Pullover total toll finde? Weil der mir perfekt passt, Alter. Der passt mir perfekt und dementsprechend fühlt er sich einfach schön an am Körper. Weil der ist warm und der passt. Der ist nicht zu groß, nicht zu eng, nicht zu klein. Super Bewegungsfreiraum. Weißt du, was mir perfekt passt? Du. Entschuldigung, Alter, mir kam gerade ein bisschen Kotze mit. Genieß den Moment. Hörst du es knistern?